Ja, hi, der Jan hier von Music and Stuff und wir sind hier auf einer Pre-NAMM-Veranstaltung und haben wir bei Relish Guitars einen innovativen Gitarrenbauer aus der Schweiz gefunden und der Silvan erzählt uns jetzt mal ein bisschen was zu den Gitarren und was so das Besondere dran ist. Ja, so, hi, gerne, ja, wunderbar. Wir sind hier an der Gear Preview und wir sind das zweite Jahr schon hier und ist eigentlich die beste Location, um da wirklich Artisten, Musiker kennenzulernen und ein bisschen Zeit zu haben für diese Musiker, die Gitarre näher zu bringen. Genau. Und die Gitarren sehen ja schon ein bisschen anders aus. Kannst du so in groben Zügen sagen, was so die Besonderheiten dabei sind oder die Idee dahinter? Die Idee dahinter und die Besonderheit, ja, ist sicherlich die Konstruktion. Wir haben drei Lagen. Die mittlere Lage ist ein Stück Aluminium. Dann haben wir eine untere Lage und eine obere Lage, die aus gepresstem Furnier ist. Bei diesem Beispiel jetzt ist das Kirsche. Und dann haben wir weitere Modelle, Nussbaum, wir haben Esche, wir haben Flame Maple. Also wir sind da momentan immer mit dem Sortiment ein bisschen am Auszuweiten. Und dann die Konstruktion ist einerseits auch so aufgebaut, dass man Zugang hat zum Instrument, dass man es individualisieren kann. Also man kann mit dem Plektron hier rein und dann ist das mit Magneten verbunden. Und dann hat man den Einblick und den Zugang zur Gitarre, wo man die einerseits die Tonabnehmer austauschen kann. Hier einfach mit An- und Abschrauben der Tonabnehmer. Man kann die Strings einfach austauschen, die Batterie ein- und auswechseln. Man hat die Möglichkeit, die Batterie ist nur für die Relais und die LED-Lichter. Also es sind passive Pickups. Ja, und das ist eigentlich die Idee, dass man das Instrument personifizieren kann, individualisieren, so wie man es möchte mit den eigenen Pickups. Und dann haben wir noch zusätzlich die Möglichkeit, mit einem Kabel, wenn es eingesteckt ist, da ein- und auszuschalten. Vielleicht hast du mir schnell ein Pickup-Kabel. Check. Ja. Kann man es hier reintun. Und dann aktiviert man die Pickups on and off. Also man kann die Gitarre auch muten und man kann einfach switchen. Ist ein neues Feature, das wir so anbieten. Und wenn es nicht eingesteckt ist, dann reagiert es auch nicht. Wir haben auch beim Material, der Hals ist aus Bambus, sehr nachhaltig. Wir möchten einfach nicht Tropenhals benutzen und es ist jetzt noch sehr hart. Also der Vorteil ist noch, dass es sich ideal von den Eigenschaften eignet, um ein Griffbrett daraus zu machen. Und das ist das erste Modell, Chain, wo wir eben in verschiedenen Ausführungen haben hier. Was würdest du sagen, ist so die grobe klangliche Richtung, in die Gitarre geht? Es ist ein sehr transparenter Klang, also man merkt das Akustische, da die Gitarre innen hohl ist, das kommt im elektrischen Sound mit rein. Also sehr ein warmer Sound, aber auch mit viel Sustain, weil die Konstruktion, da der Hals und die Brücke direkt verbunden ist, einfach einen langen Sustain ergibt. Dann haben wir das neue Modell, das wir jetzt das erste Mal an der NAMM dieses Jahr promoten oder launchen. Das ist eigentlich die Fortentwicklung von der Sandwich-Konstruktion, einfach mit dem Mittelteil nicht aus Aluminium, sondern mit dem Solid-Body-Holz. Also das ist jetzt Soft-Ash-Material, alle drei Schichten. Man kann auch durch die Gitarre durchsehen eigentlich, wenn man es im Licht hält. Und man hat auch den Zugang zur Gitarre, ganz einfach. Man kann mit den Fingern hier öffnen, auch mit den Magneten. Und dann hat man diese mittlere Schicht, wo auch mit Silikonringen hier angemacht sind, dass diese Gitarre, auch wenn man sie am Körper hält, eigenständig resoniert. Das heißt, ob man sie am Körper hält oder auf dem Schoß, es ist immer das gleiche Sustain-Verhalten der Gitarre. Und auch hier Zugang zu den Saiten, Austauschbarkeit von den Pickups, ist alles gleich aufgebaut. Ist die dann klanglich eher ein bisschen mehr Richtung Semi-Akustik oder weil sie ja diese so große Schalllöcher hat? Nein, also diese ist eher ein bisschen mehr auf Solid Electric, würde ich sagen. Aber trotzdem eben das gleiche wie mit dem Sustain bei der Chain, wo wir das ein bisschen optimieren.
Und ja, auch einen einzigartigen Klang. Also es ist wieder eigenständig, es hat auch eine eigene Form. Die Mary ist nicht nur einfach das günstigere Modell der Chain, sondern ist ein eigenständiges Produkt, das standardmäßig mit diesem Toggle Switch auch kommt. Okay, und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so komplett eigenständige Gitarren zu machen? Haben euch die traditionellen Gitarren irgendwie einfach nicht mehr zufriedengestellt oder war das mehr so ein Zufallsprodukt, dass ihr gedacht habt, ach man könnte ja mal Gitarren bauen? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung von vielem, aber bestimmt war es so, dass wir einfach etwas Neues gesucht haben, uns inspirieren wollten, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, ja. Und dann die Konstruktion auch völlig zu hinterfragen, um mal von einer völlig neuen Seite anzugehen. Und weil wir beide nicht Gitarrenbauer gelehrt haben, dann denke ich, ist es auch einfacher, etwas Neues zu entwickeln, weil man vielleicht weniger voreingenommen ist. Und dann gab das eigentlich per Zufall eine gute Resonanz und dann daraus haben wir uns entschieden, das weiterzuentwickeln und ein Business daraus zu machen. Okay, und ihr baut alle Modelle bei euch zu Hause sozusagen in der Schweiz? In der Schweiz, genau. Ja. Kriegt ihr dann auch die Materialien tendenziell eher aus der Schweiz oder kann man da überhaupt Holz bekommen? Ja, also wir bekommen für den Hals, den wir komplett bei uns in der Schweiz machen, alles Holz und in der Schweiz Komponenten, wie jeder andere Gitarrenbauer, muss man zum Teil im Ausland einkaufen. Aber grundsätzlich ist das zu einem hohen Prozent Swiss-made und Schweizer Material. Ja, okay. Auf jeden Fall mal ein spannender anderer Farbtupfer in der doch meist traditionellen Welt der Gitarren. Ja. Ja, dann vielen Dank schon mal für die Infos. Danke dir auch. Viel Spaß und Erfolg hier auf der NAMM. Danke. Danke vielmals.